Hals. Hey Lieben, ich habe seit langem wieder ein Hex-Video für euch. Ich habe mir 5 coole Hex ausgesucht und werde sie für euch testen. Und dann schauen wir, ob diese Hex unser Leben bereichern oder ob wir sie getrost ignorieren können. Ja, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen und für alle, die neu sind, auch über ein Abo. Und folgt mir doch sehr gerne auf Snapchat, dann könnt ihr teilhaben an meinem Leben und so sehen, was ich hinter den Kulissen immer mache. Dann werde ich gar nicht so viel reden und wir fangen direkt an. Kommen wir zum ersten Hack. Und zwar soll man da einen Luftballon benutzen, um seine Foundation aufzutragen. Und ich bin mega gespannt, denn die Oberfläche von so einem Luftballon ist wirklich ziemlich glitschig. Und ich bin echt gespannt, ob die Foundation dann wirklich so darauf hält. Schauen wir mal. Weiß nicht, ob ich den so groß machen soll. Bisschen kleiner, ich würde sagen. Hier, jetzt meine Foundation. Tu mir mal so ein bisschen auf die Hand. Ich verteile das erstmal nur so mit hier auf meinem Gesicht drauf. Aber ich glaube, ich probiere jetzt mal mit dem Luftballon schon ein bisschen aufzunehmen von meiner Hand. Es geht schon mal ein bisschen. Okay. Ja, es ist schon glitschig. Das nimmt das eher weniger auf, als dass es das so verschmiert. Ja. Das ist so komisch. Das Geräusch dabei. Ja, also wenn man wirklich... nee, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie nicht so gut mit dem Luftballon, muss ich ehrlich sein. Weil hier hängt irgendwie alles am Luftballon. Und ich weiß nicht, ob wirklich was auf meinem Gesicht geblieben ist. Aber die Idee ist cool, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Hack. Und zwar soll man da einen gebrochenen Lippenstift mit einem Feuerzeug wieder richtig fixieren können. Probieren wir das mal aus. Ich breche den jetzt mal ab. Ich hoffe, das voll komisch abgebrochen. Überhaupt nicht gerade. Egal, wir probieren das jetzt mal. Ich brenne jetzt dann mal die Seite an. Boah, kennt ihr das, wenn es immer so heiß am Daumen wird? Nicht verbrennen. So. Muss noch mehr schmelzen. Hau! Aua! Hals! Aber dann tropft das, wenn ich das so mache. Schauen wir mal. Ups! Ja, okay, cool. So, ich lasse das mal ein bisschen trocknen. Ups! Ja. Okay, ich probiere es nochmal. Ja doch, jetzt hält's. Also, das macht man ja nicht. Aber Hauptsache, es kippt nicht um, sobald man das rausdreht. Nö, hat auf jeden Fall geklappt. Man sollte halt auf jeden Fall das, also die Lippenstiftspitze, länger anbrennen lassen, bis wirklich die ganze Oberfläche geschmolzen ist. Und sich richtig beeilen, weil das trocknet übertrieben schnell schon. Und sonst, ja, hat's eigentlich geklappt. Jetzt kommen wir zum nächsten Hack. Und zwar soll man solche Eyeliner, also der sieht jetzt ein bisschen crazy aus, so, aber der ist mega gut. Aber ihr kennt ja auch die in der Stiftform, einfach mit so einer langen Spitze. Und oftmals klappt die Spitze irgendwann nicht mehr so krass und es kommt nicht mehr so viel raus. Man soll jetzt die Spitze umdrehen und dann soll das Ganze wieder mega fresh klappen. Ich bin gespannt. Ja, wow, was eine Verarsche. So, das Ganze jetzt wieder reintun. Ja, aber wisst ihr, was lustig ist? Die andere Seite ist nicht spitz. Die andere Seite ist nicht spitz. Das bringt mir ja gar nichts. Ja, es klappt wohl nicht mit allen Eyelinern. Aber, ja okay, gut. Hier kommt auf jeden Fall jetzt wieder mega viel raus. Von der Spitze aus kommt echt viel raus. Aber das Problem ist ja, dass es jetzt nicht spitz ist. Und das ist echt ein bisschen blöd bei Eyeliner. Aber auf gut Glück. Also rausziehen und hoffen, dass die andere Seite auch spitz ist. Der nächste Hack hat auch wieder was mit Eyeliner zu tun. Und zwar soll man Punkte aufzeichnen hier, um dann einfach leicht einen Eyelinerstrich ziehen zu können. Dann machen wir mal Punkte, wo ich den Eyelinerstrich haben will. So ungefähr. Und oben auch. Ja, und jetzt soll man die Punkte halt verbinden und hat sozusagen dann seinen coolen Ring. Schauen wir mal. Hey, finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, hat auf jeden Fall geklappt. So, der nächste Hack hat was mit den Augenbrauen zu tun. Und zwar soll man eigentlich Augenbrauen entgegen der Haarwuchsrichtung zeichnen, sodass sich das dann nicht so schnell verschmiert. Ich male mal ganz schnell meine Augenbrauen normal.
gucke, wie sehr die sich verschmieren und dann mal entgegengesetzt der Richtung. Und dann schauen wir mal, wie sehr sich das verschmiert und ob der Hex wirklich hilft. So, und die andere Seite mal entgegengesetzt. Am besten auch die Haare so, so bürsten in die andere Richtung, damit man da besser rankommt. Und jetzt... Ich finde es schwierig, so entgegengesetzt der Richtung zu bürsten. Jetzt machen wir mal den Verschmiere-Test. Ja, hat es halt jetzt hier so ein bisschen leicht. Das geht, das ist trotzdem eigentlich, hält der ganz gut. Aber hier ist auf jeden Fall ein bisschen verschmiert. Und die andere Seite. Die ist noch schlimmer. Die andere Seite ist noch schlimmer. Macht es doch mit der Haarwuchsrichtung. Es ist besser, es verschmiert weniger und es geht auch leichter. Und es sieht auch besser aus. So, das waren jetzt alle Hacks. Wenn ihr mehr solcher Hacks-Videos sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und dann verlinke ich euch hier noch meine letzten beiden Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.